Ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven ist am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Burgstraße mitten in Fiesewaden nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zur Unfallursache konnte die Polizei keine Angaben machen. Zeugen hatten beobachtet, dass der Fahrer in der Tempo-30-Zone mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs war. Mithilfe eines Spreizers musste der Mann aus dem Fahrzeug befreit werden. Er war zwischen der halb geöffneten Tür und der A-Säule eingeklemmt. Außerdem mussten die Feuerwehrleute ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Der verletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Fiesewaden und Nordenham waren mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt.